Ein Ende der Grafikkartenkrise ist in Sicht. Ja, wirklich! Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. Und das ist heute wieder vollgepackt mit eher vielen, dafür aber kurzen und knackigen News. Und einer Sache, die uns tatsächlich endlich das Ende der nervigen Grafikkartenkrise bescheren könnte. Aber bevor es zu den beliebten Hardware-News kommt, ihr wisst es, es ist halt wie beim Sport, so ein bisschen Warmmachen ist angesagt, damit ihr die richtigen News überhaupt schmerzfrei verkraften könnt. Und auch wenn es jetzt nichts mit Hardware zu tun hat, muss diese erste News einfach sein. Wobei man sich ja halt eigentlich dazu hätte schon ein bisschen warmmachen müssen, denn diese schmerzt auch ohne Bewegung dann doch ziemlich. Denn es ist nun amtlich, wogegen viele seit Jahren gekämpft haben. Die neue Urheberrechtsreform ist nun tatsächlich durch und vom Bundestag verabschiedet worden, die man dann Anfang Juni im geltendes Recht umsetzen muss. Leider ist die Reform in vielen Punkten dann doch strenger als nötig, warum auch immer. Man sieht jetzt schon, dass es ein Gerichtsverfahren nach dem anderen geben wird. Denn auf sowas ja, ruht sich die Regierung dann ja gerne aus. Schwammige Formulierungen, die Gerichte, die werden das Ganze schon regeln. So darf man demnach nur noch 15 Sekunden eines Films oder einer Tonaufnahme legal nutzen, 160 Zeichen eines Textes und das lächerlichste 125 Kilobyte eines Fotos oder einer Grafik. Das halt ohne, dass man dann den Rechteinhaber fragen muss. Wie man die 125 Kilobyte eines Fotos prüfen will, ja, sollen mir die Damen und Herren Politiker dann doch einmal genau erklären. Und das ist auch nur die Spitze des Eisberges. Leider können wir es aber nicht ändern und müssen dann bald sehen, wie es halt weitergeht und besonders wie YouTube und Co. damit umgehen werden. Eine extrem geile Nachricht kommt dieser Tage von TSMC, dem größten Halbleiterproduzenten der Welt. Problem ist ja aktuell, dass die Strukturgrößen der Chips so klein werden, dass man so langsam an den Rand des physikalisch Möglichen kommt. Nicht umsonst hat Intel schon seit Jahren Probleme mit der Verkleinerung. Und auch bei TSMC stößt man sicherlich bald ans physikalische Ende. Moore's Law hat schon lange keine Bedeutung mehr. Trotzdem haben Wissenschaftler von TSMC jetzt eine Möglichkeit gefunden, Halbleiter in einer Strukturgröße von unter einem Nanometer herzustellen. Und das auf Basis von Bismuth. Das Ganze berichtet jedenfalls jetzt die South China Morning Post. Und laut diesem Artikel sieht es mit der neuen Fertigung dann anders aus und Moore's Law könnte demnach sogar durchbrochen werden. Nachteil des Ganzen, es soll noch mindestens ein Jahrzehnt dauern, bis das Ganze auch reif für den Massenmarkt ist. Das könnte aber durchaus reichen, denn zu diesem Zeitraum wird es langsam mit herkömmlichen Techniken schwer, noch kleiner zu fertigen. So, jetzt wird es aber langsam wirklich Zeit für echte Hardware und erstmal sprechen wir natürlich wie immer über Grafikkarten von Nvidia. Bekanntermaßen kommen ja die Tage die sogenannten LHR-Versionen mit einer geringeren Hashrate fürs Ethermine heraus. Denkt man zumindest, denn Nvidia hat das Ganze nun zwar offiziell verkündet, aber es sieht so aus, als ob gerade die hauseigenen Faunus-Editionen hier davon nicht betroffen sein werden. Maximal wird man wohl eher von den neuen Karten wie die 3080 Ti als LHR-Version ausgehen können, falls diese überhaupt als Faunus Edition kommen werden. Denn im allen Anschein nach könnte Nvidia die Faunus Edition hier auslaufen lassen. Allzu viele gibt es allerdings sowieso nie zu kaufen. Ob also jetzt das fehlende LHR-Feature der Faunus Edition überhaupt irgendetwas ändern wird, darf auf jeden Fall bezweifelt werden. Dann noch eine kleine Ankündigung für euch, denn im Rahmen der bald startenden Computex-Messe, die natürlich rein digital stattfindet, halten Intel, Nvidia und AMD natürlich wie immer ihre entsprechenden Keynotes ab. Die interessanteste dürfte hier mit Abstand natürlich die von Nvidia sein, die glücklicherweise auch zu einer für Mitteleuropäer brauchbaren Zeit abgehalten wird. Dort wird dann eventuell endlich die RTX 3080 Ti und die 3070 Ti vorgestellt werden. Natürlich gucken wir uns diese wieder gemeinsam auf meinem Twitch-Kanal Das Monty an. Also seit dem 31. Mai ab 15.30 Uhr dabei. Ab 16 Uhr startet dann die eigentliche Keynote. Und sorry an alle, die noch arbeiten müssen, aber ich selbst habe mir die Zeit jetzt natürlich nicht ausgesucht. Aber folgt mir einfach schon mal auf Twitch, dann verpasst ihr nichts. Ob eine 3080 Ti oder 3070 Ti dort wirklich vorgestellt wird, ist natürlich nicht sicher. Aber so langsam werden deren Veröffentlichungstermine auf jeden Fall sicherer. Denn die Kollegen vom WCTF-Tech haben folgende Termine jetzt nochmal bestätigt. Wie immer natürlich ohne Quellenangabe, aber das kennen wir von den Jungs und Mädels ja schon. Demnach wird die 3080 Ti am 3. Juni im Händlerregal stehen und die 3070 Ti dann genau eine Woche später am 10. Juni 2021. Und bei beiden Karten sollen dann genau einen Tag vorher auch die Reviews online gehen. Wie gesagt, bleibe ich hier natürlich skeptisch, da es für Nvidia eher ungewöhnlich ist, zwei Karten in so einem kurzen Abstand zu releasen. Nvidia bietet mit DLSS schon seit langem eine ziemlich gute Technik an, um deutlich mehr FPS aus einigen Spielen herauszuholen. Aber was ist eigentlich mit AMD? Gerade bei dem eher langsamen Raytracing auf AMDs RX 6000 Karten ist das dringend nötig. Und ja, AMD bringt mit Super Resolution ein ähnliches Feature, das aber zumindest ganz anders arbeiten soll. Die Frage ist nur, wann? AMD selbst spricht ja davon im Laufe des Jahres. Gerüchte sprachen nun sogar schon von Anfang Juni. Da AMD bisher aber noch nichts dazu gesagt hat, ist Anfang Juni eher fraglich. Wobei das auf der Keynote der
Computex durchaus ein Thema sein könnte. Diese findet leider mal mitten in der Nacht statt. Interessant ist nun aber, dass ein Patent von 2019 veröffentlicht wurde, das sich mit Gaming Super Resolution von AMD beschäftigt. Es wäre schon ein Zufall, wenn es sich hier nicht um die gleiche Technik handeln würde. Und in diesem Patent wird die Technik zumindest grob beschrieben. Da das Ganze hochtechnisch ist, bitte ich euch, den Artikel am besten selbst einmal zu lesen. Wie immer ist dieser natürlich in meiner Videobeschreibung zu finden. Interessant ist auf jeden Fall, dass die Technik allumfassend eingesetzt werden wird. Also auf Handhelds, auf TVs, auf Telefonen, Tablets, Konsolen und Computern und so weiter und so fort. Das könnte also durchaus ziemlich interessant werden. Auch wenn die in diesem Patent genannten technischen Gegebenheiten darauf schließen lassen, dass die Bildqualität hier wohl ein wenig leiden könnte. Und bevor wir zur heiß ersehnten News des Tages kommen, noch eine kleine News zu einem des Ryzen 5000 CPUs. Im letzten Video sprach ich ja von einem Tweet von Patrick Schur, der ein neues B2-Stepping von Zen 3 bestätigte. Unter anderem ein Ryzen 5950X mit 5 GHz. Es deutet sich also ein Zen 3 Refresh an. Nun hat die polnische Seite benchmark.pl ganz einfach mal bei AMD selbst nachgefragt und überraschenderweise sogar eine ganz vernünftige Antwort erhalten. Demnach wird das B2-Stepping für die ganz normalen Ryzen 5000 CPUs genutzt werden, also nach und nach das B0-Stepping ersetzt werden, ohne diese CPUs jetzt speziell auch zu kennzeichnen. Es gibt also offenbar jetzt auch keine neuen Funktionen und keine höheren Taktraten, wobei ein neues Stepping auf jeden Fall auf bessere Übertaktbarkeit hindeuten könnte. Aber nicht muss. Woher die von Patrick Schur genannten 5 GHz kommen, lässt sich nur erahnen. Vielleicht erhält der 5950X ja vielleicht doch einen kleinen Extra-Boost. Das Ganze soll dann übrigens innerhalb der nächsten 6 Monate umgestellt werden, wobei damit schon fast ein Zen 3 Plus auszuschließen ist. Und nein, der Titel des Videos ist kein Clickbait. Hier bin ich sowieso immer sehr, sehr vorsichtig mit, da ich sowas ja selbst nicht so sehr mag. Es ist tatsächlich gut möglich, dass wir die Grafikkartenkrise bald hinter uns haben und Grafikkarten in wenigen Monaten wieder ganz normal für Gamer verfügbar sein werden. Denn bekanntlich ist das größte Problem jetzt nicht mal, dass zu wenig GPUs produziert werden können, denn wenn der Mining-Boom nicht wäre, wären durchaus genug Grafikkarten am Markt. Der Grund allen Übels ist und bleibt einfach Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, die zum Schürfen halt nichts dringender benötigt als rohe Grafikkartenpower. Daher werden aktuell alle Grafikkarten aufgekauft, die nicht gerade im Regal festgetackert sind. Nun verliert Ether aktuell mit Glück auch ordentlich an Wert. Das könnte schon mal so einiges ändern. Schon länger gerüchtete es ja um Ether, dass dort irgendwann vom Proof of Work zum Proof of Stake Verfahren gewechselt werden soll. Was nichts anderes bedeuten würde, als dass Grafikkarten zum Schürfen keine Bedeutung mehr haben. Und das sollte eigentlich erst 2022 passieren. Nun wollen die Entwickler das Ganze aber schon in den nächsten Monaten angehen. Im Laufe dieses Jahres soll Proof of Stake dann noch ausgerollt werden. Und dann müssen die Ether-Blöcke nicht mehr durch rechenintensives Suchen des Hashes bestätigt werden, sondern zur Validierung muss nur eine Mindestmenge an Ether hinterlegt werden. PCs selbst werden dann quasi nur noch als Datenbank genutzt, wobei dann quasi keine Rechenpower mehr nötig ist. Also im Prinzip könnte das dann jeder Taschenrechner erledigen. Demnach soll der Energiebedarf von Ether dann schlagartig um 99,95% abfallen und Grafikkarten würden fürs Ether-Mining nicht mehr gebraucht werden und können so endlich dem freien Handel zur Verfügung stehen. Es bleibt jetzt nur abzuwarten, ob Proof of Work wirklich komplett abgeschaltet wird oder beide Techniken eventuell zusammengelegt werden. Fakt ist aber, dass diese Änderung den Grafikkartenmarkt endlich wiederbeleben könnte und die Änderung kommt. Das ist kein Gerücht, sondern Fakt. Die Grafikkartenkrise könnte also im Laufe dieses Jahres endlich ein Ende haben. Dazu kommen dann noch die LAR-Grafikkarten von Nvidia und die neueste Info von AMD-CEO Lisa Su, die im Gespräch mit Bloomberg verlauten ließ, dass sich die Versorgungslage beim Chipfertiger TSMC schon im Jahre 2021 verbessern würde. Und das betrifft dann sowohl Ryzen 5000 CPUs als auch ADN2-Grafikkarten und jawohl auch SoCs der Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Demnach könnte es im Laufe des Jahres bei den Konsolen auch besser aussehen, wobei diese Problematik jetzt natürlich überhaupt dran gar nichts mit dem Mining-Boom zu tun hat. Ihr seht also, ab und zu gibt es auch mal gute Nachrichten aus diesem Bereich. Lasst uns auf jeden Fall alle die Daumen drücken, dass Grafikkarten bald wieder vollumfänglich verfügbar und vor allem bezahlbar sein werden. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und die Grafikkartenkrise lässt die Leute auf die wildesten Ideen kommen. Wenn man halt keine Grafikkarte kaufen kann, warum dann nicht einen Laptop? Hey Monty, mal eine Frage, was hältst du eigentlich von Gaming-Notebooks? Aufgrund der aktuellen Lage von Grafikkartenpreisen habe ich mir überlegt, eventuell ein Gaming-Notebook zu kaufen. Könntest du vielleicht mal ein Video zu Gaming-Notebooks bringen? Denke, heutzutage sind die Dinger eine echte Alternative im Gegensatz zu früher. Die Idee ist durchaus gar nicht mal so schlecht, denn interessanterweise sind besonders Laptops noch einigermaßen bezahlbar. Selbst mit dicken Grafikchips, wobei man jetzt nicht vergessen sollte, dass eine RTX 3080 im Laptop ja eher einer RTX 3080 im Desktop entspricht.
Teurer geworden sind sie aber natürlich trotzdem, denn unglaublich aber wahr, selbst Laptops werden mittlerweile in Mining-Farmen eingesetzt. Nicht nur einer, sondern gleich hunderte. Ansonsten bin ich jetzt aber kein großer Freund von Gaming-Laptops. Hier stört mich halt ganz besonders die Tastatur und die Lautstärke. Und da lässt es gefühlt jeder Gaming-Laptop lauter als ein Standard-Düsenjet im Wohnzimmer. Noch dazu werden die Dinger natürlich extrem heiß und sind trotzdem unverhältnismäßig teuer im Gegensatz zu einem Desktop-PC. Da ich in der Materie Gaming-Laptop aber jetzt nicht so verwurzelt bin, bringt ein extra Video da relativ wenig. Ich besitze jetzt auch nur einen Laptop mit einer 1050 Ti, also weit entfernt von einem echten Gaming-Laptop. In einem extra Video könnte ich jetzt auch nur die hier gesagte Aussage einfach noch mal ein bisschen vertiefen, daher sorry. Und manch eine Umfrage überrascht mich dann doch. So zum Beispiel die zum letzten News-Video zu finden, ist die Umfrage übrigens immer im Community-Tab. Viele fragen halt weiter danach, das nochmal zur Info. Und in der letzten Umfrage fragte ich nachhin, wie das DLSS-Feature und ich dachte eigentlich immer, dass das bei euch jetzt gar nicht so eine hohe Priorität hat. Tja, falsch gedacht. Wie findest du ein wie das DLSS-Feature? Wow, ganze 47% finden es spitze, also irgendwie habe ich eure Begeisterung über DLSS noch nie so wahrgenommen. Ich dachte eigentlich immer, ich bin der Einzige, der das Feature immer so hoch lobt, auch wenn natürlich nur im Qualitätsmodus, aber Respekt. Weitere 23% finden es aber immerhin ganz gut, womit wir dann bei genau 70% sind, die DLSS mindestens gut finden. Also AMD, haut mal rein mit eurer Alternative, es pressiert. Immerhin 21% des DLSS so egal wie einem Supermodel die nächste Mahlzeit, 3% sagen nicht so meins und 5% finden es sogar total beschissen. Warum auch immer, denn nutzen muss man es natürlich nicht, es ist halt völlig freiwillig. Trotzdem hat mich diese Umfrage natürlich extrem überrascht, mit so viel Zuspruch habe ich hier nämlich nicht gerechnet. Ich rechne aber auf jeden Fall mit viel Zuspruch beim Liken und Abonnieren meines Kanals, also ab mit dem Mauszeiger auf den Abo-Button. Ihr werdet es nicht bereuen, denn dann seid ihr natürlich immer auf dem neuesten Stand und könnt auf jeden Fall überall mitreden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.